Ja, lieber, es geht heute Abend wieder um ein gewaltiges Wort, um die Botschaft des Propheten Daniel, Kapitel 4. Wir freuen uns, dass wir so vollzählig hier sind und ich nehme wieder Gelegenheit, all unsere Gäste und Freunde zu begrüßen, die von nah und fern gekommen sind. Gott möge euch alle reich segnen. Gott segnet uns immer, das wissen wir, aber wir müssen auch immer bereit sein, seinen wunderbaren Segen zu empfangen. Dann sind wir die Gesegneten des Herrn. Der Liederdichter sagt, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun, um das Wort der Seligkeit, um das Wort der Gnade, aber auch um das prophetische Wort. Hier muss unser Glaube ruhen und gestärkt werden. Wenn Sie das prophetische Wort lesen, merken Sie immer, dass die glaubende Gemeinde gestärkt wird. Es soll nicht Spekulation und Neugier befriedigt werden, sondern Stärkung des Volkes Gottes. So lesen wir es im Alten Testament, so lesen wir es im Neuen Testament. Immer wieder bei all den Darlegungen über das Ende der Welt, über den kommenden Antichristen, immer wieder, dass wir gestärkt sind, dass wir bereit sind, dass wir zubereitet werden. Nun, ihr Lieben, wenn wir in das vierte Kapitel hineingehen, haben wir den Eindruck, als ob das dritte und vierte ineinander übergehen. Bei den Luther-Übersetzungen sehen Sie, dass im vierten Kapitel das dritte Kapitel immer noch weitergeht. Es ging ja um die drei Männer im Feuerofen. Man konnte nicht mal einen Brand an ihnen riechen, als sie aus dem Feuerofen herauskam. Das war nun das Ende. Daniel 3, Vers 27. Damit haben wir gestern Abend abgeschlossen. Ganz nebenbei dürfen wir in Parenthese hier einfügen, dass diese drei Männer im Feuerofen uns eine seelsorgerliche Hilfe sein können. Wenn wir als wiedergeborene Gläubige in den Feuerofen von Leiden und Trübsal, von Verfolgung und Schwierigkeiten geführt werden, dann will uns der Herr im Feuerofen läutern. Es heißt ja wiederholt, dass sie gebunden hineingeworfen wurden und plötzlich kommen sie heraus. Wo sind ihre Stricke, ihre Ketten geblieben? Sie sind im Feuer geblieben. Die einen Schriftausleger sagen sie, dieser Sohn der Götter hätte ihnen die Ketten und Stricke abgenommen. Die anderen sagen, das Feuer hat sie restlos verbrannt. Gebunden, gefesselt, sind sie ins Feuer geworfen. Frei kommen sie heraus. Ist das nicht ein Wunder, ihr Lieben? Ist das nicht ein schönes Sinnbild, wenn wir Leiden und Trübsal manchmal jahrelang erleben müssen? Es müssen die Ketten und die Stricke alle abbrennen. Und wenn das alles abgebrannt ist, kommen wir unversehrt, ohne Probleme und Schwierigkeiten, ohne Fehl, ohne Mangel, ohne Nachteile, kommen wir aus dem Feuerofen heraus. Und all das, was den Herr nicht meint, ist dahin. Ist aus und vorbei, das Feuer hat's verbrannt. Ein wunderbares Sinnbild für Leiden und Trübsal, wo Paulus sagt, wir müssen durch viel Leiden und Trübsal ins Reich Gottes gehen. Der Feuerofen ist vom Herrn geprüft, bestimmt, was ein jeglicher zu tragen hat und auch tragen kann, erleiden soll und erleiden muss. Durch das Leiden prägt der Meister in die Herzen, in die Geister sein allgeltend Bildnis ein. Wie wunderbar, ihr Lieben. Nun müssen wir zurück zur biblischen Heilsgeschichte. Der König Nebukadnezar in Vers 28 geht das weiter vom dritten Kapitel in das vierte hinein. Der fällt natürlich gleich wieder nieder und preist den allmächtigen Gott. Da lesen wir, da fängt Nebukadnezar an und sprach, gelobt sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt hat. Interessanterweise wird hier Engel gesagt, wo wir gestern von dem Sohn der Götter hörten und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und das Königsgebot nicht gehalten, sondern ihren Leib dargegeben haben, dass sie keinen Gott ihre noch anbeten wollen, als allein ihren Gott. So sei nun dies mein Gebot, welcher unter allen Völkern, Leuten und Zungen den Gott Sadrach, Mesachs und Abednegos lästert, der soll in Stücke zerhauen und sein Haus schändlich zerstört werden. Denn es ist kein anderer Gott, das hörten wir schon, Kapitel 2, Vers 47,
Das hat der wankelmütige König schon mal gesagt. Denn es ist kein anderer Gott, der also erretten kann als dieser. Und der König gab Sadrach, Mesach und Abednego große Gewalt in der Landschaft Babel. Das, was sie längst hatten, nach Kapitel 2, das bekommen sie jetzt in Kapitel 3 wieder. König Nebukadnezar allen Völkern, Leuten, Zungen auf der ganzen Erde. Viel Friede zuvor. Gehört das jetzt noch zum dritten Kapitel? Ist das der Anfang vom vierten Kapitel? Ich sehe es für gut an, dass ich verkündige die Zeichen und Wunder, so Gott der Höchste an mir getan hat. Gehört das noch zu Kapitel 3? Denn seine Zeichen sind groß und seine Wunder sind mächtig und sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft wäret für und für. Jetzt setzt erst in manchen Übersetzungen das vierte Kapitel ein. Ist das nun der Anfang vom vierten Kapitel? Ist das ein Übergang, eine Brücke, dass der König durch dieses gewaltige Erlebnis der Männer im Feuerofen so erschüttert ist, dass er jetzt allen Leuten kundtut, was Gott für Wunder getan hat? Oder ist jetzt Kapitel 4 gemeint, wo der König zum Wahnsinn heruntersinkt und wie ein Tier auf dem Felde liegt? Ich, Nebukadnezar, da ich gute Ruhe hatte in meinem Hause und es Wohlstand auf meiner Burg, sah ich einen Traum und erschrak. Und die Gedanken, die ich auf meinem Bette hatte und das Gesicht, das ich gesehen hatte, betrübten mich. Hier geht es also in ein ganz neues Kapitel hinein. Wir müssen also sagen, hier kommt ein ganz neues Reden Gottes zu diesem König. Kapitel 2, Kapitel 3, Kapitel 4. Wie lange hat Gott zu diesem König geredet? Nun, ihr Lieben, ich habe noch einmal gründlich nachgeschaut. Ich sagte, dass er wohl weit über 30 Jahre regiert hat. Der Nebukadnezar, nein. Er hat über 50 Jahre regiert. 606 schlug er noch als Kronprinz mit den babylonischen Heerestruppen die Ägypter in der Schlacht bei Karchemis. Da ist leider dieser fromme König Josia umgekommen. So lesen wir im Alten Testament, der israelische König Josia. Und nun wurde er 605 König und regierte bis 562. Das sind ja runde 54, 53 Jahre. Sagen wir mal, dieser erste König des Babylonischen Reiches, Nebukadnezar, hat runde 50 Jahre, über 50 Jahre regiert. Dann kamen allerlei Könige, der eine regierte nur 3 Monate, der andere nur 9 Monate. Wenn man so diese Hauptstationen sieht, dann kommt einer für 2 Jahre, ein gewisser Evil Mirodach, alles Namen zum Zunge zerbrechen. Dann kommt einer, der heißt Neriglissar, so sagt es uns die Weltgeschichte, ist alles nicht so entscheidend. Dann kommt ein Nabonidus und dann kommt schon, was wir morgen Abend hören, der berüchtigte Belsazar, der auch nicht mal 2 Jahre regiert hat. Und 536 ist die ganze Geschichte mit Babylon zu Ende. Die 70 Jahre sind vorüber und jetzt kommen all die medopersischen Könige, die wir schon mal ein bisschen eher kennen, den Kores, den Kambyses, Darius den Ersten, der berühmte Xerxes, der berühmte Artaxerxes, den berühmten Ahasveros, Darius den Dritten und viele, viele andere mehr. Und dann kommen schon wieder nach 200 Jahren Alexander der Große und alle seine Nachfolger, die rund 300 Jahre regiert haben. Und da sind wir schon im Neuen Testament. So wie es hier auf der Tafel sehen, wie wir auch gestern und vorgestern an dem großen Heilsplan sahen, diese Figur kann man quer hinlegen. Da hat man Jahrhunderte Weltgeschichte auf dieser Erde, bis eben die Römer Jerusalem erobern. Pompeius ist dieser berühmte Feldherr. Und dann kommen die berühmten Kaiser. Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero. Und wie diese Menschenfresser alle hießen, die ihr Reich gebaut haben mit den blutigen Stiefeln und ihren Schwertern ihrer Legionen. Wo beginnt's nun? Mit Nebukadnezar. Er hat von allen am längsten regiert. Über 50 Jahre. Was heißt das? Über 50 Jahre Reden, Wirken Gottes. Und nun schauen wir in der Gegenwart des Reden Gottes.
In der Gegenwart des Redens Gottes sündigt dieser König. Ich nehme jetzt, weil der Text sehr lang ist, es sind insgesamt 34 Verse, ich nehme jetzt den zentralen Vers heraus, Vers 27. Da lesen wir, dass der Nebukadnezar, zuvor heißt es nach 12 Monaten, dass er auf der königlichen Burg zu Babel einhergeht und er hob an und sprach, dieser König Nebukadnezar, an dem Gott so lange und so viel gewirkt hat, das ist die große Babel, die ich erbaut habe zum königlichen Hause, durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Da haben sie den Menschen der Sünde. Was dieser König, trotzdem Gott sich ihm immer wieder geoffenbart hat, hier ausspricht, ist nichts anderes, und da müssen wir ganz schnell ins Neue Testament und sind mittendrin, ihr Lieben, mittendrin im 2. Thessalonicher Brief. Das ist genau die Sprache des Antichristen, der im 2. Thessalonicher Brief bezeichnet wird als der Mensch der Sünde. Darf ich es euch vorlesen? 2. Thessalonicher 2, Vers 3, lasset euch niemand verführen, in keinerlei Weise. Denn er kommt nicht, es sei dann, dass zuvor der Abfall komme. Und offenbar werde wer? Der Mensch der Sünde. Wer? Der Sohn des Verderbens. Wer? Der da ist der Widersacher. Wer? Der sich überhebt über alles, was Gott und was Gottesdienst heißt. Also, dass er sich setzt in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich aus, er wäre Gott. Vers 8. Dann wird der Boshafte, der Gesetzlose offenbar werden. Der Antichrist hat ja viele verschiedene Namen. Nur in den Johannesbriefen heißt er Antichristos. Luther übersetzt der Wiederchrist. Steht dreimal im 1. Johannesbrief und einmal im 2. Johannesbrief. Steht dann auch noch Antichristen oder Wiederchristen. Dieses Wort Antichristos kommt also nur 4-mal für dieses Endzeitsungeheuer vor. Sonst heißt er der Boshafte, der Gesetzlose, der Sohn des Verderbens, der Mensch der Sünde und in Offenbarung Kapitel 13 das Tier. Wo haben wir das Vorbild? Na, im Daniel. Wir hörten es doch gestern und vorgestern, diese gräuliche Götzenfigur. Nebukadnezar, derselbe König, das ist also eine Schlüsselfigur in den ersten 4 Kapiteln. Dieser König Nebukadnezar hat diesen Traum, weiß nicht, was das bedeutet, hat ihn sogar vergessen. Und Daniel muss das deuten. Das ist der Mensch ohne Gott. Menschenherrschaft ohne Gott auf dieser Erde. Humanität ohne Divinität. Menschlichkeit ohne Göttlichkeit wird zur Tierhaftigkeit. Das werden wir dann noch Montag und Dienstag ganz besonders hören. Das hat aber der König Nebukadnezar nur in einem Traumgesicht gesehen. In Kapitel 3, so lasen wir es, da wird berichtet, dass er tatsächlich 30 Meter hoch so eine fürchterliche Götzenfigur aufrichten lässt. Und das war es ja gestern. Die drei Männer im Feuerofen haben diese Götzenfigur, diesen Menschen, nicht angebetet. Weil hinter dieser Menschenfigur der Teufel steht. Eindeutig. Nun lesen wir in Daniel Kapitel 4. Der König macht ja in seinem Hochmut, in seinem Satans Hochmut Wahnsinn weiter. In Kapitel 2 der Traum. In Kapitel 3, 60 Ellen hoch, eine goldene Figur, 6 Ellen im Umfang. Das ist ja gewaltig gewesen. Und nun, Kapitel 4, Vers 27, ich habe die große Babel gebaut. Moment mal, die große Babel? Steht das nicht in Offenbarung 17, Babylon, die große? Ihr lieben Brüder und Schwestern, merken wir, das ist ein einheitlicher Guss. Das beginnt vor 2600 Jahren mit dem babylonischen Weltreich, 606 vor Christus, und ist erst bei der Wiederkunft Jesu zu Ende, wenn der Herr kommt und den Antichristen richten wird. Und kurz zuvor wird der Antichrist die Hure Babylon von sich werfen und vernichten. Babylon, die große Babylon, die Mutter aller Gräuel, die Mutter aller Hurerei auf dieser Erde, betrunken von dem Blute der Märtyrer und der Zeugen Jesu. Wo kommt denn dieser Ausdruck her? Die große Babel. Na, aus Daniel 4, Vers 27. Ich wiederhole noch einmal.
Unsere Väter sagten, die Offenbarung atmet die Botschaft des Propheten Daniel. Der Prophet Daniel findet sich oft wortmäßig in der Offenbarung wieder. Vielleicht sollten wir uns mal diese wichtige Stelle merken, in Offenbarung Kapitel 17 und 18, wo wir wörtlich von der großen Babel reden. Also Babylon, ich sagte schon, ist eine Transferierung in die griechische Sprache. Aus Babel wird Babylon. Johannes sieht diese Hure Babylon, er verwundert sich über die Maßen. Er weiß überhaupt nicht, was das bedeuten soll, was er da sieht. Offenbarung 17, Vers 5, da steht das große Geheimnis an ihrer Stirn geschrieben. Die große Babylon. Tja, Lieben, wollen wir uns in unseren geistlichen Gedanken das niederschreiben? Die große Babylon, Offenbarung 17, Vers 5, wo kommt sie her? Aus Daniel Kapitel 4, Vers 27. Nebukadnezar in seinem Wahnsinn. Auf der einen Seite redet er von Gott und auf der anderen Seite betet er den Teufel an. Der redet von dieser großen Babylon, von dieser großen Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit, die ich gebaut habe. Da haben sie den Menschen. Der Mensch, der ich sah, die Selbstverwirklichung des Menschen. Nun gehen wir ganz schnell wieder zurück in unsere Themenreihe, die Themenreihe ziehen wir durch und wir gehen zurück von Daniel auf 2. Thessalonicher, dass offenbar werde der Mensch der Sünde. Wenn wir uns diese gräuliche Götzenfigur ansehen, damals nur ein Traum, Kapitel 2, oder eine Figur, Kapitel 3, tja, ihr Lieben, das ist der Mensch ohne Gott. Das ist das Menschenbild ohne Gott. Wie wird heute Gott verleugnet? Wie wächst heute eine Generation besonders in Europa ran? In einem Land, das fast 2000 Jahre das Evangelium hatte, wenn man heute diese Menschen sieht, wenn sie heute durch die Großstädte gehen und sehen diese kahl geschorenen Köpfe dieser Leute mit Ketten umbunden, mit Ratten auf ihren Schultern, kann sich ja gar nicht vorstellen, was sind das überhaupt für Menschen? Und es wird immer schlimmer durch Rauschgift, durch die schreckliche dämonische Musik, durch die gräulichsten Zombie- und Satans- und Vampirfilme, die in Videos gezeigt werden mit Hexen und Riesen und Weltraumungeheuer. Das ist ja ungeheuerlich. Tja, das ist der Mensch der Sünde. Oder sagen wir vielleicht besser die Menschheit der Sünde. Eine Menschheit, die den Antichristen anbieten wird. Der Mensch ist ein Sammelbegriff. Der Mensch der Sünde, darin werden die Millionen und Millionen und Milliarden verkörpert, die so in die Sünde abgerutscht sind, dass sie den Antichristen anbieten. Der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Ja, wer ist das? Na, Nebukadnezar, der in seinem großen Wahnsinn Babylon die Große gebaut hat. Wir unterbrechen. Er hat ja einen schrecklichen Traum. Dieser Nebukadnezar. Und er ist so schrecklich, dass er tatsächlich diesen Traum weiß. Kapitel 2 hat er den Traum vergessen. Kapitel 4 weiß er noch. Es heißt hier, also nach unseren Luther-Übersetzungen, bei der Elberfelder geht es etwas anders. Kapitel 4, ich sah einen Traum und erschrak und die Gedanken, die ich auf meinem Bette hatte und das Gesicht, das gesehen hatte, betrübte mich. Und nun, wir wollen nicht das alles vorlesen, die Weisen von Babel werden alle wieder von den König gebracht, Sterndeuter, Weisen, Chaldäer, Wahrsager. Und ich erzählte vor ihnen den Traum, aber sie konnten nicht sagen, was das bedeutet. Er weiß also gedanklich den Traum, weiß aber nicht, was das bedeutet. Bis zuletzt Daniel kam. Wir würden sagen, Daniel, du bist doch der Vorsteher. Du bist doch 10-mal klüger als alle Weisen. Nein, erst werden diese kleinen Unterzauberer gefragt, diese Unterwahrsager, dieser Mittelstand, dieser Wahrsagergilde. Und da keiner von ihnen, diese herkömmlichen und landläufigen Herrschaften etwas sagen kann, wird zum Schluss der geholt, der es sagen und können müsste, Daniel.
bis zuletzt Daniel vor mich kam, welcher Belsatzar heißt, nach dem Namen meines Gottes. Ich sagte Ihnen das schon bei Kapitel 1, nicht? Dass diese vier Freunde nach irgendwelcher Götternamen genannt wurden, so wie ich Ihnen sagte, die 300 Millionen Götter, die es da in Indien gibt, so werden auch die Menschen dort nach diesen Göttern genannt. Und jetzt heißt es, interessant, der Nebukadnezar, Vers 5, hat ihm den Namen seines Gottes Belsatzar gegeben, aber er hat den Geist der heiligen Götter. Und ihm, dem Daniel, erzählt der Nebukadnezar den Traum. Interessant. Der Nebukadnezar nennt den Daniel mit einem Götzennamen, muss aber zugeben, er hat den Geist der heiligen Götter. Das wird noch einmal wiederholt, wenn wir dann im Text sind, kommt noch mal dieser Geist Gottes vor. Nun, wir wissen, wenn Daniel nicht den Geist Gottes gehabt hätte, wer sollte da den Geist Gottes haben? Das ist natürlich klar, diese undurchsichtige, nebelhafte Ausdrucksweise des babylonischen Königs Geist der heiligen Götter. Wie soll dieser götzendienerische Mensch sich eigentlich ausdrücken? Wir wissen, das ist der Heilige Geist. Daniel ist inspiriert vom Heiligen Geiste. Unser Heiland beruft sich auf Daniel. Matthäus 24, Vers 15, wer das liest, der merke drauf, was der Prophet Daniel uns zu sagen hat in dieser Endzeit, in der wir leben und hineingehen. Nun, er kann äußerlich genannt werden, wie er will. Das ändert nichts an seiner inneren Geisterfüllung. Vers 6, jetzt wird er persönlich angeredet, Belsatzar, also Daniel, du Oberster unter den Sternsehern, von dem ich weiß, dass du den Geist der heiligen Götter hast. Noch einmal wiederholt. Von dem ich weiß, dass du den Geist der heiligen Götter hast und dir nichts verborgen ist, sage, was das Gesicht meines Traumes, das ich gesehen habe, bedeutet. Und nun kommt dieser Traum, es wird ja nachher noch einmal beschrieben, das ist das Gesicht, das ich gesehen habe auf meinem Bett. Siehe, es stand ein Baum mitten im Lande, der war sehr hoch. Interessant. Ein Baum. Warum ein Baum? Nun, ihr Lieben, wir haben verschiedene Auslegungsmöglichkeiten, aber ich persönlich glaube, dass gerade der Baum, der heilige Pfahl, die Aschera-Säulen bei den Babyloniern eine enorme Rolle spielen. Bei den Indianern ist es der Totempfahl, bei den Ägyptern war es der Baalberit, da war die Palme, die eine Bedeutung hat. Bei den Germanen war es die Weltenesche, die das Weltenall trug. Das sind dämonische, götterhafte Vorstellungen von dem Baum, der ein Symbol der Urzeugung ist und in allen Völkern eine enorme Bedeutung hat. Nehmen wir mal an, der König Nebukadnezar träumt jetzt so. Und wir bleiben mal bei dieser Auslegung, dann erinnern wir uns, dass in Matthäus Kapitel 13 auch von einem Baum die Rede ist. Also hier braucht man kein Botaniker sein und Gartenwirtschaftler und Gärtner. Also das Senfkörnlein, das wird eine mächtige Staude, aber kein Baum. Ihr kennt die Geschichte vom Senfkorn, der zum Baum wird, dass die Vögel unter dem Himmel darunter nisten. Da sehen wir etwas Degeneriertes. Das Reich Gottes, die wahre Gemeinde, degeneriert zu einem riesengroßen Weltbaum eines Welt- und Namens- und Staatschristentums. Die Vögel immer ein Sinnbild der Finsternis und der Dämonie. Eine Behausung aller unreiner Geister und Vögel ist Babylon. Lesen wir Offenbarung 18. Ich weiß nicht, warum das mit dem Baum angedeutet wird. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten. Diese Götzenstatue hier, die hätte ja auch mal umgehauen werden können. Nein, es wird hier ein gewaltiger Baum beschrieben. Er war groß, mächtig, seine Höhe reichte bis an den Himmel. Na, das kennen wir ja wohl aus Jesaja Kapitel 14. Das kennen wir ja wohl. Das hat ja eins der Urvater, der Ursprung, der Genitor der Sünde, wohl deutlich gesagt, dass er bis gen Himmel steigen wollte. Der Luzifer, der Lichtträger,
der zum Satan geworden ist. Kennen Sie diese Stelle, Jesaja 14, Vers 12? Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie bist du zur Erde gefällt, der du die Heiden schwächtest? Gedachtest du doch in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes setzen? Na, die Sprache kennen wir doch. Turmbau zu Babel, 1. Mose, Kapitel 11. Turmbau zu Babel, Weltraumfahrt. Sie fahren in den Himmel, sie fahren zum Mond, sie fahren zu anderen Planeten. Das ist der Wahnsinn, der babylonische Wahnsinn der Menschen vom Satan ererbt. Wir wollen gen Himmel fahren. Tja, und sieht man hier, dass dieser Baum bis an den Himmel reicht. So was gibt es natürlich nicht in der Schöpfung Gottes. Es gibt Mammutbäume in Amerika. Da hat man Straßen durchgebaut, so dick sind die. Aber Bäume, die bis in den Himmel wachsen. Wir merken, es ist hier eine Beschreibung von geistlichen Hintergründen. Dieser Götzenbaum, dieser babylonische Pfahl, dieses Bild von diesem Baum, der ja auch von den Heiden im sogenannten Pantheismus verehrt wurde, dass der wächst bis in den Himmel, breitet aus seine Zweige bis an die Enden der Erde. Seine Äste waren schön, trugen Früchte, alle hatten zu essen, Tiere des Feldes, Vögel unter dem Himmel, alles Fleisch nährte sich. Und da kommt ein heiliger Wächter vom Himmel herab, Vers 10 und 11, ruft überlaut, haut den Baum um. Interessant. Der heilige Wächter wird niemals einen Baum umhauen oder umhauen lassen, den Gott wachsen ließ. Niemals. Sondern hier haben sie das Sinnbild des Bösen, des Himmelstürmenden. Hier haben sie die Weltraumfahrer in Daniel Kapitel 4. Hier haben sie wieder diese Nachahmung, dieses Urbild aus Jesaja 14, der Satan wollte den Himmel und Gott vom Throne stürzen. Jetzt kommt der heilige Wächter, hauet diesen Baum ab. Und so weiter und so fort, die Tiere, alles läuft weg. Doch lasst den Stock mit seinen Wurzeln in der Erde bleiben. Ihr aber soll in eisernen Ehenketten auf dem Feld im Grase unter dem Tau des Himmels liegen, nass werden und soll weiden mit den Tieren und den Kräutern der Erde. Und das menschliche Herz soll von ihm genommen werden. Da haben wir es. Und ein viehisches Herz soll ihm gegeben werden. Jetzt wird's interessant. Bis das sieben Zeiten über ihm um sind. Sieben Zeiten. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus, 100 nach Christus gestorben, beschreibt diese Stelle als sieben Jahre. Na, das wollen wir uns mal merken. Das menschliche Herz geht weg, das tierische Herz kommt hinein für sieben Jahre. Solches ist im Rat der Wächter beschlossen und im Gespräch der Heiligen beratschlagt, auf das die Lebendigen erkennen, dass der höchste Gewalt hat über der Menschen Königreich und gibt sie, wem er will, und erhöht die Niedrigen zu denselben. Solchen Traum habe ich, König Nebukadnezar, gesehen. Na, wir wissen ja inzwischen, was dieser Traum bedeutet. Du aber, Belsazar, also Daniel, sage, was es bedeutet. Denn alle Weisen im ganzen Königreich können mir nicht anzeigen, die Bedeutung. Du kannst es wohl ein drittes Mal, denn der Geist der heiligen Götter ist bei dir. Daniel entsetzt sich, mit Recht. Er weiß sofort, durch den Geist Gottes erleuchtet, was das zu tun hat. Vers 16, eine ganze Stunde lang entsetzt er sich von dem König. Ach, wenn diese Vision doch den Feinden des Königs deuten würde. Nein, es geht hier um den König selbst. Vers 17, der Baum, den du gesehen hast, der groß und mächtig wurde, seine Höhe an den Himmel reichte, dass er sich über die ganze Erde ausbreitete, seine Äste schön waren, seine Früchte viel davon zu essen hatten und die Tiere auf dem Felde und den wohnten und die Vögel des Himmels unter seinen Zweigen saßen, Vers 19, das bist du. Der König Nebukadnezar ist in diesem Baum symbolisiert. Dieser Baum symbolisiert eine unsichtbare, hochmütige, satanische Art und Weise dieses Königs. Du bist so groß, du bist so mächtig geworden.
Deine Macht ist groß und reicht bis an den Himmel. Deine Gewalt langt bis an die Enden der Erde. Das ist also Babylon, die Große in ihrem Hochmut. Dass du aber nun die heiligen Wächter gesehen hast, Vers 20, die da sprechen, haut den Baum um, verderbt ihn, doch den Stock mit seinen Wurzeln lasst in der Erde bleiben. Er aber soll mit ehernen Ketten gebunden auf dem Felde im Grase gehen, unter dem Tau des Himmels liegen, schon wieder, bis über ihn 7 Zeiten um sind. Oh, das müssen wir uns merken, diese 7 Zeiten. Das hat eine Bedeutung. Das ist die Deutung, Herr König. Und solcher Rat des Höchsten geht über meinem König. Also, der Rat Gottes steht über dem König. Man wird dich von den Leuten stoßen. Und du musst bei den Tieren auf dem Felde bleiben. Und man wird dich Gras essen lassen, wie die Ochsen, wie die Rinder, wörtlich. Und wirst unter dem Tau des Himmels liegen, nass werden, bis über dir 7 Zeiten um sind. Schon wieder kommt das Wörtlein 7 Zeiten. Auf das du erkennest, dass der Höchste Gewalt hat über der Menschen Königreich und gibt sie, wem er will. Das aber gesagt ist, man sollte doch den Stock des Baumes mit seinen Wurzeln bleiben lassen. Dein Königreich soll dir bleiben, wenn du erkannt hast die Gewalt im Himmel. Darum, Herr König, lass dir meinen Rat gefallen. Mache dich los von deinen Sünden durch Gerechtigkeit und ledig von deiner Missetat durch Wohltat an den Armen. So wird dein Glück lange währen. Aber der König tat nicht Buße. Dieses widerfuhr dem König. 12 Monate vergehen. In seinem wahnsinnigen Hochmut, Vers 27, ruft er, das ist Babylon die Große, und wird nun vom Thron gestoßen. Wird nun vom Thron gestürzt, ehe der König diese Worte ausgeredet hatte. Fiel eine Stimme vom Himmel, der König über Nebukadnezar wird gesagt, dein Königreich soll von dir genommen werden. Man wird dich von den Leuten stoßen. Du sollst bei den Tieren auf dem Felde sein, bis du erkennst, dass Gottes ist, der den Menschen die Königreiche gibt. Und nun geht's weiter, 30. Von Stund an wurde das Wort vollführt über Nebukadnezar. Er wurde verstoßen von den Leuten hinweg, aß Gras wie die Ochsen. Sein Leib lag unter dem Tau des Himmels. Er wurde nass, bis sein Haar wuchs wie große Adlersfedern und seine Nägel wie Vogelklauen. Soweit. Er tut ja dann später Buße, aber jetzt erstmal soweit. Jetzt wollen wir uns diesen König mal ansehen. Ich habe hier ein Bild gefunden, wo dieser König nun in seinem Wahnsinn dargestellt wird. Ist natürlich nur ein Bild. Steht also hier in unserer Mappe drin über den Antichristen. Da sehen Sie hier eine menschliche Gestalt, wie ein Tier auf der Erde kriechen. Diese langen Haare, diese fürchterlichen Krallen und Vogelklauen. Der Mensch wird zum Tier. Da haben wir es. So, ihr Lieben, jetzt haben wir den größten Widerspruch und den größten Gegensatz in dieser Auslegung aus Daniel 4 und schauen im Neuen Testament die Erfüllung. Dieser Mensch ist nach 2. Thessalonicher 2 der Antichrist, Mensch der Sünde, Kind des Verderbens, Widersacher, erhebt sich über Gott, der Boshafte und der Gesetzlose. Das ist also 2. Thessalonicher 2. Daniel 4 zeigt uns den König Nebukadnezar, aber nur als schwaches Vorbild auf den Antichristen. Und jetzt wollen wir mal die Offenbarung aufschlagen und sind ganz verwundert, dass der Antichrist in der Offenbarung ausschließlich immer wieder heißt, das Tier. Wollen Sie mal aufschlagen in der Offenbarung, Kapitel 11, Vers 7. Wenn Sie, die zwei Zeugen, ihr Zeugnis geendet haben, wird das Tier aus dem Abgrund steigen. Interessant. Der König Nebukadnezar, das goldene Haupt, äußerlich gewaltig, ist innerlich im Hochmut des Satans. Er ist gestürzt
und er wird zum Tier und liegt auf dem Felde. Ein Vorbild für den Antichristen. Warum? Offenbarung 11, Vers 7. Der Antichrist heißt das Tier. Kapitel 13, Vers 1. Ich trat an den Sand des Meeres und sah ein Tier aus dem Meere steigen. Kapitel 13, Vers 3 und 4. Der ganze Erdboden verwunderte sich des Tieres. Sie beten den Drachen an, der dem Tiere die Macht gab. Immer wieder lesen wir von diesem fürchterlichen Tier. Wir lesen weiter, Kapitel 13, Vers 12. Es übt alle Macht des ersten Tieres. Das ist wieder der Antichrist. Es geht weiter in Vers 14. Es verführt die auf Erden wohnen, um der Zeichen willen, die ihm gegeben sind vor dem Tier. Vers 15, Bild des Tieres. Vers 15, Bild des Tieres redet. Vers 17, die Zahl seines Namens, nämlich den Namen des Tieres. 18, die Zahl des Tieres ist 666. Und nun geht's weiter. In Offenbarung Kapitel 14, Vers 9 und Vers 11. Offenbarung Kapitel 14, Vers 9 und Vers 11, die das Tier angebetet haben. Die das Tier angebetet haben. Offenbarung 14, Vers 9 und Vers 11. Offenbarung 17, Vers 3. Offenbarung 17, Vers 3. Was lesen wir? Ein scharlachfarbenes Tier. Offenbarung 17, Vers 7, von dem Tier. Vers 8, das Tier, das du gesehen hast. Vers 8 zum Schluss, das Tier. Vers 11, das Tier, das gewesen ist. Vers 13, sie geben ihre Kraft, Meinung und Macht dem Tier. Vers 16, das Tier. Vers 17, das Tier. Ihr Lieben, hier wird uns ja schwindelig. Hier wird uns ja schwindelig. Wir gehen ja in eine fürchterliche Zeit hinein. Der Antichrist wird in der Offenbarung von Kapitel 11, 7 an bis Offenbarung 20, Vers 10, wo er in der feurigen Verdammnis ist, wird er immer wieder genannt das Tier, das Tier, das Tier. Tja, woher kommt denn diese Ausdrucksweise, dass der Antichrist ein Tier war? Er ist doch ein Mensch oder ein Übermensch oder, wenn wir wollen, ein Satansmensch oder sonst ein Ungeheuer. Er ist doch der große Friedensbringer. Er ist ja der große Weltwirtschaftsmachmann. Wieso ist er ein Tier? Hier merken wir auf einmal, hier geht es um metaphysische, unsichtbare, hintergrundartige Offenbarungen. Der Antichrist wird als Tier bezeichnet, weil der König Nebukadnezar in seiner Person zum Tier wird. Der Antichrist ist eine Person. Der König Nebukadnezar ist eine Person. Ein König. Von mir aus der letzte Weltenherrscher. Wo Adolf Hitler ein Waisenknabe war gegen den kommenden Antichristen. Beide werden Person genannt Tier. Nebukadnezar wird zum Tier und der Antichrist ist ein Tier. Das ist das eine. Die beiden Könige. Jetzt schauen wir uns mal die Reiche an. Wenn Sie jetzt mal zu Hilfe dieser dritten Spalte, der zweiten Spalte von hinten, sich das anschauen, da sehen Sie die Weltreiche, Babel mit der Persien, Griechenland und Rom, sind runde 600 Jahre bis zum Kommen Jesu, haben die regiert, Rom natürlich über die Zeit Jesu hinaus. Und dann haben Sie hier in der zweiten Spalte Kapitel 7 vom Propheten Daniel. Was haben Sie da? Na, fürchterliche Raubtiere. Das babylonische Reich wird unsichtbar als ein Löwe dargestellt, mit der Persien als ein grimmiger Bär, Griechenland ein vierköpfiger Leopard und für Rom gibt es gar keine Bezeichnung in der Schöpfung Gottes. Das ist ein eisernes Tier mit 10 Hörnern. Das sind jetzt die Reiche. Der König Nebukadnezar wird zum Tier. Er regiert ein Reich. Das ist ein Tier, dieses Weltreich Babylon. Und so geht es jetzt durch alle Herrscher hindurch, durch die Medo-Perser, durch die Griechen, bis hin zum Neuen Testament. Die römischen Kaiser, was sind die in Person für Tiere gewesen?
Der Kaiser Nero hat seine eigene Gemahlin, die Poppea, umbringen lassen. Und seine eigene Mutter hat er umbringen lassen. Was sind das für Bestien gewesen, die sich gegenseitig haben umbringen lassen? Der König Herodes war ja auch sein Unterkönig, der nur von Gnaden der Römer runde 40 Jahre über Israel regiert hat. Dieser Mensch war ein Tier. Sogar das Tier, der römische Kaiser, sagte, ich möchte lieber ein Schwein sein im Hause des Herodes als ein Sohn. Der Herodes hatte 10 Frauen und von 5 oder 6 Frauen hat er Kinder, Söhne, die sich um die Herrschaft stritten. Seinen Sohn Antipater ließ er umbringen, einige Tage vor seinem eigenen Tode. Und der Antipater war 45 Jahre alt. Er ließ seine Frau Mariamne umbringen. Er ließ den Vater der Mariamne umbringen. Er ließ den Bruder der Mariamne umbringen. Er ließ die beiden Söhne, seine eigenen Söhne, Alexander und Aristobulus, ebenfalls umbringen. Ja, das ist ja ein Tier gewesen, sicher. Das waren alles Tiere. Lesen Sie mal Josephus. Lesen Sie mal den jüdischen Geschichtsschreiber Herodot. Kantiges Buch. Sind 9 kleine Bändchen aufgeteilt. Das ist ja unheimlich, wie es damals zugegangen ist. Na ja, wir haben auch ein bisschen in der Schule gelernt, immer so alles schön vergoldet. Ne? Die Vergangenheit ist ja sowieso vergoldet. Wenn wir nur denken, was Napoleon für ein Tier war. Na ja, dass das Tier gestorben war auf der Insel Elba im Jahre 1821, haben ihn die Franzosen im Triumphzug in den Invalidendom nach Paris geholt. Und nun liegt er in einem 7-fachen Sarkophag. In 7 Särgen liegt dieses Tier. Und wenn man da reinkommt, die stehen da im Livret, diese Beamten da mit ihrer blitzenden Uniform, Hut ab, warum? Ja, du kommst zum Napoleon, seine Leiche liegt da unten, die ist verwest in den 7 Särgen. Ja, und wo sehen wir ihn? Haha, den siehst du nicht. Da musst du dich vor ihm beugen, seine breite Marmorbrüstung, und da musst du dich beugen, dass du da unten den letzten dieser 7 Särge siehst, wo die Knochen von diesem Tier da drin vermodern. Oh, ihr Lieben, was sind diese Weltherrscher für Tiere gewesen? Was ist der Stalin für ein Tier gewesen? Was ist der Hitler für ein Tier gewesen? Das sind die Personen. Der Antichrist in seiner Person ist ein derartiges Tier. Eindeutig. Der Mensch der Sünde. Aber immer ist die Person gemeint. Das Tier. Jetzt kommen wir aber zu dem Reich. Schauen Sie jetzt noch einmal die zweite Spalte an, die wir hier hinter uns haben. Da sehen Sie in der zweiten Spalte die Weltreiche. Das sind ja auch Tiere. Wie groß war Babylon? Na, Babylon ging auch bis zum Indischen Ozean und immerhin bis hinüber in das Heilige Land an das Mittelmeer. Medo-Persien, oh, Medo-Persien. Die Perser haben ja mächtig gegen die Griechen gekämpft, ging also mindestens bis zum Bosporus. Und dann wieder bis rüber nach Afghanistan. Dann kommt Griechenland. Na, Griechenland hat noch Ägypten dazu kassiert. Ging auch bis rüber nach Afghanistan. Alexander der Große hat Roxane geheiratet. Die afghanistanische Königsprinzessin. Und dann kamen die Römer. Oh, bis rauf nach England. Ganz Nordafrika. Bis runter nach Ägypten. Bis rüber zum Kaspischen Meer, zum Schwarzen Meer an der Donau. Was sind das für Riesenreiche gewesen? Tiere sind das gewesen. Tierreiche. Das römische Reich, dieses eiserne Tierreich. Das griechische Reich, dieses vierköpfige Leopardenreich. Wenn Sie Josephus lesen, was in diesen Jahrhunderten für Blut geflossen ist, von Nebukadnezar bis zum Kommen Jesu. Das ist ja unheimlich, was auch das Volk Israel gelitten hat. Jerusalem ist 40 Mal erobert und 17 Mal dem Erdboden gleichgemacht worden. Wann? Da fast nur in diesen 600 Jahren vor Christus. Nach Christus auch. 70 nach Christus die Römer, 135 nach Christus wieder die Römer. Dann im 3., 4. Jahrhundert die Byzantiner. Dann kam ein wilder Perserstamm. Dann kamen noch einmal die Araber. Der Herr Kalif Omar, auf dessen Namen die Omar-Moschee gebaut wurde. 687 bis 691, also runde 1300 Jahre zurück. Naja, und dann kamen die Kreuzfahrer und dann kamen die Mamelucken, die haben erobert. Aber dem Erdboden gleichgemacht haben eigentlich nur die Römer nach Christus. Alles andere vor Christus, wo diese Tierreiche regiert haben. Die Reiche, Tiere. Die Herrscher dieser Reiche, Tiere. Also müssen wir 2 Dinge auseinanderhalten. Der König Nebukadnezar ist ein Tier, sein Reich ist ein Tier, ein Löwe. So, jetzt gehen wir mal nach Medo-Persien.
Na, das fängt mit dem Chores an. Der Chores war ein Tier. Der Chores hat seine letzten Feldzug gemacht und wollte ein Völklein am Kaspischen Meer besiegen, hat es aber nicht geschafft. Dieses Völklein wurde von einer Königin regiert. Kann man nachlesen bei Herodot, dem griechischen Geschichtsschreiber. Naja, und dann hat der Chores verloren und da hat die Königin ihm, die siegende Königin mit ihren Truppen, in den Kopf abschlagen lassen. Und hat diesen Kopf in eine Tonne getaucht, die mit Menschenblut gefüllt war. War ja genug Menschenblut von den Feinden da. Und dann hat sie gesagt, nun trinke dich satt am Blut, du unersättlicher Barbar, du. Dabei waren das selber Barbaren am Kaspischen Meer, ne? Das sind ja die slawischen Völker, von denen Josephus so viel schreibt, von denen Herodot berichtet. Gog, Magog, Rosch, Mesech, Tubal, das waren die wilden Völker da oben. Und die bezeichnen diesen Chores als Barbar, dessen abgeschlagenes Haupt in einen Kübel mit Menschenblut gesteckt wird, dass er sich satt trinken kann an Menschenblut. Gehen Sie doch mal durch die Geschichten durch. Was sind das für Tiere gewesen? Alexander der Große, ein edler Herr, sicher. Ein Blonder, wunderbar. Ein Mazedonier, ja. Ein Europäer, ja. Was ist das für ein Tier gewesen? Seine Mutter war eine fürchterliche spiritistische Hexe, ein Medium der dämonischen Götter. Und sein Vater Philippus war so ein Heini und hat diese Hexe geheiratet. Und sie behauptet, und das geht aus der Weltgeschichte nämlich heraus, ihr Sohn Alexander ist geboren durch den Götzen Amun, der in der Oase Shiva sein Heiligtum hatte in Nordafrika. Und der Götze Amun ist ihr erschienen nachts in der Gestalt eines Drachen. Den Rest können Sie sich denken. Ja, ja, so fing die Geburt von Alexander dem Großen an. Incubi und succubae, das ist das lateinische Fremdwort. Wenn Menschen mit finsteren Mächten in leiblicher Weise zu tun haben, was heute gang und gäbe ist in Videos, Fernsehen und Kino, besonders in der Weihnachtszeit, da zeigen die gräuliche Hexenfilme. Omen 666, Rosemaries Baby und wie sie gräulichen Dinge alle heißen. Wo Menschen von besessen werden, wo es bis in den Raum der Gemeinde Jesu hineingeht, die belasteten Leute, die belasteten gläubigen Fernsehgucker, die sich sowas Dämonisches ansehen. Die Personen, ihr Lieben, sind in den Augen Gottes Tiere. Der Nebukadnezar wird zum Tier, der Antichrist ist ein Tier. Diese ganzen Herrscher, die wir hier aufgezählt haben, das sind ja alles Tiere gewesen. Sicher waren das Menschen. Aber in ihrem Innersten waren sie wie ein Tier. Wir haben doch eben gelesen, Vers 13 in Daniel 4, das menschliche Herz wird ihm genommen und ein tierisches Herz wird ihm gegeben. Der Mensch wird zum Tier. Roh, gefühllos, brutal. Das sehen ja die Kinder heute in den Videos, wie man Menschen zu Tode foltert. Und die ganze Nacktheitswelle, die ganze Pornografie, die bei uns hereingebrochen ist, das macht die Menschen doch zu Tieren. Das hat doch die Psychologie längst erkannt. Der Verlust des Schamgefühls ist der Anfang des Wahnsinns. Niemand anders als dieser große Psychoanalytiker Sigmund Freud aus Wien hat das gesagt, seines Zeichens ein Jude, gestorben am Kehlkopfkrebs. Der Anfang des Schwachsinns, das ist es, wenn der Mensch Verlust seiner Schamgefühle hat. Und das ist heute. Die Menschen werden zu Tieren. Wenn man das sieht, was da alles geboten wird in der Öffentlichkeit, wie unsere Jugend kaputt gemacht wird. Der Mensch ist ein Tier und die Reiche, das sind Tierreiche. Gehen wir mal schnell in die Offenbarung, Kapitel 13. Da lesen wir wieder von diesem Tierreich. Offenbarung Kapitel 13. Und ich sah aus dem Sand des Meeres und ich trat an den Sand des Meeres und sah ein Tier aus dem Meer steigen. Gemeint ist natürlich das Völkermeer. Nur, das wollen wir dann am Montag und Dienstag betrachten, wenn wir Daniel 7 miteinander uns vor die Seele stellen werden. Jetzt erstmal sieht Daniel ein Tier mit 7 Häuptern, 10 Hörnern, auf seinen Häuptern 10 Kronen, auf seinen Hörnern 10 Kronen, auf seinen Häuptern Namen der Lästerung. Das Tier war gleich Leopard, Löwe, Bär und der Drache gab ihm Macht
und Thron und seine große Kraft. Der Drache ist der Teufel. Das Tier ist jetzt nicht Antichrist in Person, sondern Antichrist in seinem Reich. Das antichristliche Weltreich. Offenbarung 13, Vers 2. Hier kommt der Leopard her, hier sind die Bärenfüße und da haben sie das Löwenmaul. Ich habe das hier wiederholt, der Antichrist hat Maul eines Löwen von Babylon, Füße eines Bären von Medo-Persien, Gestalt eines Leoparden von Griechenland und die 10 Hörner des gräulichen Tieres von Rom. Alles steht auf einmal wieder auf, in allerkürzester Zeit. In der sogenannten letzten Jahrwoche, das sehen wir dann noch in Daniel Kapitel 9 miteinander vernehmen. Also, hier haben sie das antichristliche Weltreich als ein Tierreich beschrieben. Ich habe zu Hause allerlei Literatur. Gerade durch meine Reisen aus Amerika habe ich kostbarste Schätze mitgebracht. Dann merken wir erstmal, wie arm wir Europäer sind. Wenn man sieht, was amerikanisches, echtes, fundamentales, evangelikales Glaubensleben ist. Und natürlich ganz bibeltreues Studium. Da versuchen nun manche, die grafisch geschickt sind, irgendwie dieses antichristliche Untier irgendwie darzustellen. Wie macht man das nun? Ein Löwenmaul, Bärenfüße, Leopardengestalt, 10 Hörner, Moment, und dann noch 7 Köpfe. Ja? Löwe, ein Kopf, Bär, ein Kopf, Leopard, 4 Köpfe sind 6. Das einzelne Tier, ein Kopf sind 7. Also 7 Köpfe und 10 Hörner. Wie kann man das zeichnerisch darstellen? Überhaupt nicht. Warum nicht? Na, weil kein Mensch auf Erden den Antichristen so als Tier sehen werden. Und das antichristliche Weltreich werden sie auch nicht so als Tier sehen. Na, warum denn nicht? Na, weil das unsichtbare dämonische Größen in der gefallenen Welt im Jenseits sind, die gegen Gott kämpfen und die gegen Gott streiten. Das werden wir noch hören in Daniel Kapitel 10. Der Fürst von Perserland hat mir 21 Tage widerstanden. Das ist doch der Dämonenfürst von Perserland. Und wenn der weg ist, dann kommt der Dämonenfürst von Griechenland. Ihr Lieben, das muss uns doch klar sein, was Daniel Kapitel 10 sagt. Was Paulus Epheser 6 sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, mit bösen Menschen, sondern mit unsichtbaren Mächten, mit den Kosmokratoren, mit den Weltenbeherrschern, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Mit ihnen haben wir es zu tun. Das sind die Fürsten über die einzelnen Länder. Es gibt nur ein Land und Volk auf Erden, das hat einen Lichtesfürsten. Und dieser Lichtesfürst wird genannt, ja, gerade im Propheten Daniel, Daniel Kapitel 12. Daniel Kapitel 12. Daniel Kapitel 12, Vers 1, zu derselben Zeit wird der große Fürst Michael sich aufmachen. Der Erzengel Michael. Daniel 12, 1. Der große Fürst Michael wird sich aufmachen, der für die Kinder deines Volkes streitet. Wer sind die Kinder des Volkes Daniels? Na, Israel. Wer ist also dieser Fürst Michael? Er wird im Judasbrief bezeichnet als der Erzengel Michael, der am Leichnam des Mose mit dem Satan gestritten hat. Wer ist dieser Michael? Na, er ist der Lichtesengel über Volk und Land Israel und die anderen Völker. Sie haben fürchterliche Dämonenfürsten. Die Bibel sagt es ja. Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Ach, Rom. Rom hatte ein gewaltiges Kapitol. Na, wir wissen hier, was unser Kopf ist, was ein Kapitel ist, was ein Kaput ist. Kapitol, was ist das? Das Haupt. Rom war das Haupt der damaligen Welt. Dort wurde jeden Tag dem Jupiter geopfert, dem obersten Teufel, den die Römer angebetet haben. Jeden Tag wurde auf dem Kapitol dem Oberteufel der Römer geopfert. Was sind das für finstere Mächte, die hinter diesen Göttern stehen? Oh, die Germanen hatten einen Wotan. Oh, wenn der im Herbst kam, da blitzte es und donnerte es und dann zog er mit seinen Rossen
durch den wolkenverhangenen Himmel und der Sturm peitschte und der Wind heulte und die Germanen saßen am Herdfeuer in ihren Fachwerkhäusern und zitterten. Oh, Wotan mit seinem wilden Heer donnert durch die Lüfte. Wer ist denn der Wotan? Na, der Oberteufel der alten Germanen. Ihr Lieben, das sind doch furchtbare Geistesmächte, die dahinter stehen. Nur wenn die Weihnachtszeit kam, da war der Wotan lieb, kam mit einem langen Bart, hatte seine Pferde zu Hause gelassen, hatte schöne Hirschlein und Rehlein vor seine Schlitten gespannt und brachte die schönen, schönen Weihnachtsgeschenke für die alten Germanen. Und bis auf den heutigen Tag geistert der Wotan immer noch durch die Weihnachtszeit. Süßer die Kasse nie klingen als wie zur Weihnachtszeit, ja? Der Wotan ist noch nicht ausgestorben, mindestens nicht zeichnerisch. Immer wieder scheint er dann mit seinen Rehlein. Und die alten Germanen haben den Wotan geehrt, wenn er mit seinen feurigen Rossen ankam. Die haben nie Pferdefleisch gegessen. Das haben sie dem Wotan zu ihren getan. Ein echter Germane ist doch kein Schwedefleisch. Schweinefleisch kann es, aber kein Pferdefleisch. Ihr Lieben, wir wissen gar nicht, wie verseucht unser Volk ist. Was glauben Sie, was wir als Evangelisten merken, wenn wir evangelisieren? Ich kann mich zu Hause vor die Wand stellen und predigen. Aber ich meine, genau denselben Effekt, als wenn ich irgendwo evangelisiere. Wenn Menschen in dieser Finsternis versackt sind, in diesem Volksaberglauben und all diesen Praktiken des Okkultismus, der getrieben wird, hin und her in unseren Landen. Furchtbare Mächte stehen dahinter. Das muss uns doch mal ganz klar sein. Jo, christliches Abendland. Da stehen Satansmächte hinter. Christ ist Amerika gewiss. Millionen und Abermillionen Gläubige gibt es da. Aber Amerika hat genauso Dämonenfürsten über sich wie Europa und wie Afrika. Das ist doch kein Unterschied. Oh, da wird Jimmy Carter Präsident. Der Erdnussfarmer aus den Südstaaten, der gehört in eine Baptistengemeinde. Seine Schwester hat sogar eine Vision gehabt, dass er Präsident wird. Ach, ihr armen, betrogenen Leute. Über Amerika stehen Dämonenfürsten. Da können die einzelnen Personen noch so gläubig und fromm sein und am Sonntag in die Kirche gehen. Das ist der amerikanische Lebensstil, dass man am Sonntag in seine Kirche geht. In seine Church. An jeder Straßenecke siehst du deine Kirche. Ich bin mal in Dings gewesen, in der Mitte, wo der Missouri durchfließt. Mir ist jetzt die Stadt entfallen. Ungefähr 1,5 Millionen Menschen wohnten dort. 300 Baptisten, Gemeinden, Nichtgläubige, Gemeinden in einer Stadt. Und dann gibt es die Missouri-Synode der Lutheraner. Und dann gibt es die Puritaner. Und dann gibt es die Mennoniten. Und ach, aufhören, aufhören. Das gibt ja Hunderte und Tausende und Abertausende von Gemeinden mit Hunderten und Tausenden von Mitgliedern. Ich war mal in North Carolina, da sagte mir ein führender Evangelist, wir haben in unserem Land 3000 Baptistengemeinden. Ich weiß nicht, wie viele Gemeinden es sonst noch gibt. Und trotzdem sind die finsteren Mächte darüber, ihr Lieben. Da können noch so fromme Präsidenten kommen. Der Satan regiert diese Welt, das muss uns ganz klar sein. Und so wird es beim Antichristen sein. Person und Reich. Beides Tier. Hier haben sie die Tierreiche beschrieben, Offenbarung 13. Alles auf einmal zusammen, die Tierreiche. Und wie der König Nebukadnezar ist auch der Antichrist das Tier. Wie lange dauert es? 7 Zeiten. Darf ich es noch einmal vorlesen? Daniel Kapitel 4, Vers 13, 7 Zeiten. Bekommt er das tierische Herz, liegt als Tier auf dem Felde. Vers 20, 7 Zeiten. Vers 22, 7 Zeiten. Na, jetzt wollen wir doch mal klären, ob Josephus recht hat, wenn er sagt 7 Jahre. Wieso sind 7 Zeiten 7 Jahre? Der Schlüssel steht in 1. Mose 1, Vers 14. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, Planeten, Sonne, Mond, Sterne und so weiter. 1. Mose 1, Vers 14, ganz auf der allerersten Seite der Bibel. Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Noch einmal, Sonne, Mond und Sterne, die Lichter, die Planeten, was geben sie? Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Tja, wie entsteht denn unsere Zeit? Na, durch die Umdrehung der Erde.
durch die Umdrehung der Erde um die Sonne, durch die Umdrehung des Mondes um die Erde. Da entsteht unsere Zeit. Würde sich die Erde schneller drehen, dann wäre der Tag kürzer. Würde sich die Erde langsamer drehen, dann wäre der Tag länger. Würde die Erde 5 Jahre brauchen, um die Sonne zu kreisen, dann hätten wir aber ein langes Jahr. Jetzt kreist sie so, wie sie kreist, na, 365 Tage, so und so viele Minuten, Sekunden. Dadurch entsteht die Zeit, dadurch. Unsere Zeit ist relativ, ist bezogen auf was? Auf unser Planetensystem. Wie entsteht Zeichen, Zeiten, Tage, Jahre? Na, durch unser Planetensystem. Tja, aber da hat ja Daniel recht. 7 Zeiten sind eigentlich gleich 7 Jahre. Finden wir denn das wieder im Neuen Testament und ob wir das wiederfinden? Lasst uns doch mal im Neuen Testament aufschlagen. Offenbarung Kapitel 11. Also nehmen wir an, nach 1. Mose 1,14, Zeichen, Zeiten, Tage, Jahre. Das stimmt überein, ja? Die Zeiten sind gleich Jahre. Dann lesen wir in Offenbarung Kapitel 11, Vers 2, aber den Vorhof außerhalb des Tempels wirf hinaus, miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben und die heilige Stadt, Jerusalem. Werden sie zertreten? 42 Monate. Das sind 3,5 Jahre. 42 Monate. 12 Monate ein Jahr, 24 Monate 2 Jahre, 36 Monate 3 Jahre und nochmal 6 Monate dran, 42 Monate. Das ist ja die Hälfte von diesen 7 Jahren. Daniel 4, 7 Jahre Wahnsinn von diesem Nebukadnezar, der zum Tier wird. Offenbarung, wir lesen mal weiter, immer die Hälfte dieser 7 Jahre, 42 Monate. Oder Kapitel 11, Vers 3, Offenbarung 11, 3. Und ich will meinen beiden Zeugen geben, die sollen weissagen 1260 Tage. Das sind 42 Monate. Das sind 3,5 Jahre. Das ist wieder die halbe Zeit dieser 7 Jahre. Kapitel 12, Vers 6. Und das Weib entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte bereitet von Gott, dass sie da selbst ernährt würde, 1260 Tage. Wieder die 3,5 Jahre. Kapitel 12, Vers 14. Und es wurden dem Weibe 2 Flügel gegeben, wie eines großen Adlers, dass sie in die Wüste flügert ihren Ort, da sie ernährt würde, eine Zeit, 2 Zeiten, eine halbe Zeit. Wieso denn das? Daniel 4 sagt, 7 Zeiten. Hier werden die 7 Zeiten geteilt, eine Zeit, 2 Zeiten, eine halbe Zeit. Wiederum diese 3,5 Jahre. Kapitel 13, Vers 5. Und es wurde ihm gegeben, ein Mund zu reden, große Dinge und Lästerung. Und wurde ihm gegeben, dass es mit ihm währte, 42 Monate. Wiederum 3,5 Jahre, die Hälfte dieser sogenannten 7 Jahre. Also wir werden in Daniel Kapitel 9 noch hören, dort kommen ja diese 7 Jahre das erste Mal vor. Aber jetzt haben wir im Neuen Testament nur im Buche der Offenbarung 5-mal die Hälfte von diesen 7 Zeiten, von diesen 7 Jahren, wo Nebukadnezar Tier war. Im Neuen Testament wird der Antichrist nach Daniel 9, 7 Jahre in der letzten Jahrwoche auftreten und wird 2-mal 3,5 Jahre regieren oder 42 Monate oder 1260 Tage oder eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Tja, ihr Lieben, das haben wir noch einmal im Propheten Daniel, wenn wir noch einmal ganz kurz zurückblättern wollen in Daniel Kapitel 7. Daniel Kapitel 7. Daniel Kapitel 7, da kommen diese 4 großen, gewaltigen Weltreiche. Und da lesen wir
Daniel 7, Vers 25, sie werden aber in seine Hand gegeben werden. Die Heiligen des Höchsten werden in die Hand dieser Reiche gegeben werden. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Hier haben sie also von Daniel 4 die sieben Zeiten wieder aufgeteilt auf die Hälfte. Nun, ihr Lieben, wir müssen uns in der Spannung belassen, bis wir Daniel 9 betrachten werden. Daniel 7, Vers 25, eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit. Und wenn wir dahin kommen, werden wir hören, das sind die letzten sieben Jahre der großen Trübsal, wo auf dieser Erde wer herrscht? Das Tier. Welches Reich? Ein mehrfaches Tierreich. Mit was für Köpfen und Häuptern? Mit gräulichen Raubtierhäuptern. Löwenhaupt, Bärenhaupt, vier Leopardenköpfe und dann noch ein gräuliches, eisernes Untier. Ein Kopf aus Eisen. Das muss ja schrecklich sein in der zukünftigen Zeit. Nun lesen wir natürlich in Daniel 4, das sage ich auch wieder nur in der Parenthese, das ist jetzt nicht so entscheidend, dass der König Nebukadnezar Buße tat, Daniel 4, Vers 31, dass er zur Vernunft kam, dass er anfängt, Gott zu loben und zu preisen. Ich muss das einfach sagen, es steht im Text, und das hat für uns einen sehr starken seelsorgerlichen Bezug. Es zeigt uns ein seelsorgerliches Geheimnis. Wann kommt der König zur Vernunft? Er fängt an, Gott zu ehren und zu preisen. Der Mensch, der zum Tier wird, wird wieder normal, indem er augenblicklich anfängt, Gott zu loben und zu preisen. Nach dieser Zeit hob ich Nebukadnezar meine Augen auf den Himmel, kam wieder zur Vernunft, lobte den Höchsten, ich pries und ehrte den, der ewiglich lebt, dessen Gewalt ewig ist, das Reich für und für wert, gegen welchen alle so auf Erden wohnen, als nicht zu rechnen sind. Er macht's, wie er will, mit den Kräften im Himmel und mit denen, die auf Erden wohnen, und niemand kann seine Hand wehren und zu ihm sagen, was machst du? Nun kommt er wieder zu seinen königlichen Ehren, Vers 33, und nun lobt er, Vers 34, noch einmal Gott. Wer stolz ist, den kann er demütigen. Achten Sie in Vers 31 auf die Worte, ich pries und ehrte den, der ewiglich lebt. Wenn wir anfangen, uns vor Gott zu demütigen und Gott die Ehre zu geben, ihr Lieben, dann setzt bei uns die Heilung ein. Auch bei uns als Gläubigen. Normalerweise ist das bei Ungläubigen, wenn ungläubige Menschen besessen, belastet, umsessen sind oder was es für gräuliche Dinge da geben mag, gerade in der heutigen Zeit nimmt das zu und diese Menschen kommen zum Glauben. Und in dem Augenblick, wo die anfangen, Gott zu loben und zu preisen, bricht der Bann und ihr ganzer Wahnsinn und ihre ganze Besessenheit und ihre Nervenkrankheit und all das Schizophren und all das Kranke geht von ihnen automatisch weg. Warum? Vers 34, wer stolz ist, den kann er demütigen. Wer sich vor Gott demütigt, wird wieder normal. Oft auch gesund. Wenn Sie mal die Lebenserinnerung von Johannes Seitz lesen, wie viele Gemeinden hat er gerade hier im süddeutschen Raum gegründet. Ein Mann, der pro Tag 4 Stunden gebetet hat. Tja, er hat den Ungläubigen das Wort gesagt. Sie haben Buße getan und sie wurden von schrecklichen körperlichen Krankheiten gesund. Sie wurden von Geisteskrankheiten gesund. Sie wurden von Besessenheiten gesund. Warum? Weil sie anfingen, Gott zu loben und zu preisen und sich vor Gott zu demütigen. Tja, Lieben, wenn wir mal anfangen, uns vor Gott zu beugen und zu demütigen, da kann auch bei uns selbst als Gläubigen, kann die Heilung sehr, sehr schnell einsetzen, wenn bei Ungläubigen, wie viel mehr dann bei Kindern Gottes. Aber leider stehen wir als Kinder Gottes in der Gefahr, dass bei uns der geistliche Hochmut uns noch extra verführt. Denn die Weltmenschen haben einen weltlichen Hochmut. Die haben weltliche Dünkel, zum Teil haben sie auch Doktor- und Professortitel und sind Kanzler und Minister und Multimillionäre und was weiß ich. Aber wir Kinder Gottes, wir sind ja in den Augen der Welt nichts. Naja, manchmal, wenn man so die Modesucht in der Gemeinde sieht, dann gibt es auch allerlei weltlichen Hochmut. Nicht nur beim weiblichen Geschlecht, aber eigentlich
ist die Gefahr der Gemeinde Jesu der geistige Hochmut. Wir bilden uns auf etwas ein, was wir eigentlich alles als Gnadengabe durch die Wiedergeburt von Gott bekommen haben. Darauf bilden wir uns etwas ein. Warum eigentlich? Dann brauchen wir uns nicht zu wundern, ihr Lieben, wenn es in unserem Glaubensleben und zum Teil auch nicht in unseren Familien und Gemeinden stimmt. Ihr müsst das ja einfach sagen, der König kommt wieder zur Vernunft. Warum? Er fängt Gott an zu loben und zu preisen. Und das sehen Sie. Jetzt kommen wir wieder zur Prophetie zurück. Das ist persönliches Handeln Gottes mit Menschen, mit Reichen, auch mit diesem König. Er kommt ja persönlich noch einmal zurecht. Einer seiner Nachkommen, ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Grade dieser Belsatzer ist, von dem wird uns in Kapitel 5 gesagt, gewogen zu leicht befunden, Babylon geht nach 70 Jahren unter. Also wenn Nebukadnezar über 50 Jahre regiert hat, dann bleiben ja nicht mehr viele Regierungsjahre für die anderen Könige übrig. Jedenfalls ist es ein Nachkomme von Herodes, der von Nebukadnezar, der ziemlich nah mit ihm verwandt ist. Babylon geht unter. Das babylonische Reich ist vorbei. Er, der König, bekommt immer wieder Gnadenerweisungen. Was mit ihm geworden ist, wissen wir nicht. Lassen wir das mal zur Seite. Wir entnehmen neutestamentliche Prophetie. Wo kommt das Tier her? Der Antichrist in Person. Warum das Tier, der Antichrist, mit seinem gewaltigen Weltreich? Warum sieben Zeiten oder sieben Jahre geteilt auf zweimal dreieinhalb Jahre? Warum die große Babel, die dann in Offenbarung 17 und 18 wiederkommt? Es steht alles schon im Propheten Daniel. Der babylonische Geist, der von diesem Kopf da oben ausgeht, von diesem goldenen Kopf, der geht durch die Jahrtausende, durch die Völker, durch die Könige, durch die Reiche und alle, die einmal, die damals schrien, Heil Nebukadnezar und vor diesem Götterbild niederfielen und die Heil Nero geschrien haben, Ave Imperator Moriture Te Salutan. Heil dir, Imperator, Befehlshaber, Herrscher, die zum Tode geweihten grüßen dich. Ja? So waren die Menschen. Und bei Hitler, Heil Hitler. Meine Mutter wäre im April 1945 um ein Härchen, kurz vor Kriegsende ins KZ gekommen. Um ein Härchen. Warum? Doch sie kommt zu dem einzigen Bäcker, wo man noch ein bisschen Brot bekommen kann und sieht da so alte Schulfreunde, mit denen sie mal zur Schule gegangen war. Guten Morgen. Ach, die Frau vom Ortsgruppenleiter war da. Weißt du nicht, dass das Heil Hitler heißt? Ich zeige dich an. Das hing an einem Härchen. Dann wäre sie auf Nimmerwiedersehen im KZ verschwunden. Heil Hitler. Und da merken wir, was für Satans Mächte hinter allen Völkern stehen, auch hinter den Kulturvölkern, auch hinter einem Volke wie Deutschland. Ein Volk, das ein Luther und ein Zinzendorf hervorgebracht hat. Ein Volk, das die größten Dichter und Denker gehabt hat. Die größten Musiker, die größten Baumeister. Ein Volk von Gott mit irdischem und mit geistigem gesegnet. Und die schreien 12 Jahre lang, Heil Hitler. Naja, manche sind ja sehr großzügig. Hitler hat ja in München doch so ein bisschen Malerei studiert. Er fing ja mal als Anstreicher an. Ne? Später ist aus seiner Malerei nichts geworden, dieser Obergefreite im Ersten Weltkrieg. Heil rufen sie diesem Menschen zu? Wie ist das möglich? Tja, weil die Dämonen das ganze Volk aufgepeitscht haben. Ich habe Menschen nach 40 Jahren schreien gehört. Wir haben zusammen gebetet, was die im Krieg angerichtet haben, wie die Menschen im KZ ermordet haben. Und sie konnten von dieser Finsternis nicht frei werden. Sie hatten ihre weltliche Strafe dahin. Aber vor dem irdischen Richter standen sie. Ich habe einem Ritterkreuzträger, ich weiß nicht wie lange, 2, 3 Jahre haben wir zusammen im Reiche Gottes gedient. Er kam 1962 zum Glauben, also runde 17 Jahre nach Kriegsende. Und er hat Adolf Hitler in die Augen geschaut. Na, bildete sich was ein, er war Ritterkreuzträger, er musste in den Führer kommen, nicht? Einer der Ersten. Und ach, da wo in der Stadt und im Landkreis, da wurde er geehrt und die Herrn Ortsgruppenleiter und all die SS und SA-Gewaltigen marschierten auf.
Und dann wurde er nach langen Jahren gläubig. Und dann sagt er, weißt du, wenn ich jetzt zurückdenke, jetzt, wo ich wiedergeboren, wo ich gläubig bin, ich kriege ein furchtbares Erschaudern, wenn ich an den Augenblick denke, wo ich Hitler in die Augen geschaut habe. Mir war es zumute, als ob ich dem Satan in die Augen schaute. Sicher war Hitler besessen und wie? Der hat sich Rauschgift einspritzen lassen. Deswegen konnte er ja brüllen durch den Volksempfänger. Sie werden unsere Städte bombardieren. Wir aber werden ihre Städte ausradieren. Ja, die deutschen Städte wurden ausradiert zu 60%. Dresden, Darmstadt, Wuppertal, Kassel, ausradiert. Der Mensch muss ja besessen gewesen sein. Wie kann ein Kulturvolk, ein christliches Volk, wie können die so einem Anstreicher Heil zurufen? Ja, weil die satanischen Mächte dahinter stehen. Ich erinnere mich, dass ich 1963 war es, das heißt, die Arbeit fing 62 an und hörte 63 auf. Wir waren als jung verheiratete Leute in Berlin und wurden berufen in die Billigräume-Arbeit. Naja, wir mussten das alles vorbereiten. Dann kam Berlin, fiel aus wegen Krankheit. Nürnberg und Stuttgart. Juni 1963, erst Nürnberg, dann Stuttgart. Und jeweils 8 Tage. Immer Abschluss in Nürnberg auf diesem großen Reichstagsgelände, in Stuttgart, in dem berühmten Stadion. Und kommen Menschen zum Glauben. Na, man beobachtet das so. Ich hatte die ganze Seelsorgearbeit unter mir. Und am ersten Abend so ganz zaghaft, noch unreif, noch ein bisschen grün. Am zweiten Abend, am dritten Abend, es wurde immer stärker. Die Sündenerkenntnis wuchs. Wenn du am ersten, zweiten, dritten Abend in Menschen sprach, sagen Sie mal, warum sind Sie nach vorne gekommen? Warum? Die waren ganz, ganz verwirrt. Die wussten gar nicht, was passierte. Aber dann merkte man zum Wochenende hin, und Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, die Leute waren vom Geist Gottes gepackt, die waren reif für die Bekehrung. Naja, und dann ist das bei diesen großen Arbeiten so üblich, dann wurde alles zusammengezählt, so und so viel, 1000 sind nach vorne gekommen und die haben sich entschieden und die haben sich erneuert und dies und das und das. Und dann musste natürlich wieder noch eine Extrastatistik erstellt werden, wir haben dann noch 3 Monate die Nacharbeit gemacht, wir sind im September, nein. Und dann wurde festgestellt, alle derer, die nach vorne gekommen sind, waren zu 60% Menschen, junge Menschen unter 25 Jahren. Dann kamen 30% zwischen 25 und 40 und dann kamen 10% 40 und aufwärts. Jetzt rechnen wir mal schnell zurück vom Jahr 1963. Das war die Hitler-Generation. Auf der Hintergeneration liegt ein fürchterlicher Bann. Wer einem Menschen Heil zuruft, na, da kann ja auch Heil die Bukadnezza sagen, hier, Heil du goldene Statue da mit deinen 60 Ellen hoch. Der wird auch mal Heil Antichrist schreien. Und da steht in Offenbarung Kapitel 14, dass alle die, die das Tier angebetet haben, keine Ruhe haben werden Tag und Nacht. Und sie werden gequält werden in die Ewigkeit, in der Ewigkeit hinein. Und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier angebetet haben und sein Bild und die das Mahlzeichen seines Namens angenommen haben. Offenbarung 14, Vers 9 bis Vers 11. Furchtbar. Es gibt eine Grenze, wo sich der Mensch nicht mehr bekehren kann. Und so wird es auch beim Antichristen sein. Und so war es bei Hitler, und so war es bei Nero, und so war es bei all diesen wahnsinnigen Tieren, die auf dieser Erde regiert haben. Und nur noch einmal ganz kurz zurück zu unserem Thema. Es ist ja heute Abend unsere 5. Bibelstunde. Humanität ohne Divinität wird zur Bestialität. Sogenannte Mitmenschlichkeit. Menschenrechte ohne Göttlichkeit wird zur Tierhaftigkeit. Das ist der innere Zustand, erstens, eines Königs Nebukadnezar, der zum Tier wird. Zweitens, einer Menschheit im Reich unter Nebukadnezar, Löwe. Später dann 600 Jahre die gräulichen Tierreiche. Und so wird es einmal beim Antichristen sein. Humanität ohne Divinität wird zur Bestialität. Der innere Zustand
des Antichristen als Person, der Menschheit in der antichristlichen Zeit und dieses letzten Endzeitsreiches, welches durch die Wiederkunft Jesu Christi vernichtet und ausgelöscht wird. Der Antichrist ist das Tier und all die Menschen, die dann regieren und mit dem Antichristen leben und ihm zujubeln werden, das werden Tiere sein, ungeheure Tiere aus dem Abgrund. So, ihr Lieben, und nun unterbrechen wir hier und nun wird es uns ganz klar, dass die Offenbarung, das ganze Buch der Offenbarung, ohne Daniel nicht ausgelegt werden kann. Ausgeschlossen. Und wenn diese Woche, Bibelwoche vorüber ist, ihr Lieben, wir werden das Buch der Offenbarung mit ganz anderen Augen lesen. Und wenn wir bei dem Prinzip bleiben, wir wollen und wir müssen die Bibel durch die Bibel auslegen, ihr Lieben. Tja, dann wird uns auch diese Bibelwochen helfen, auch andere Texte entsprechend auszulegen. Und das wird uns leicht fallen, wenn wir im Neuen Testament dann die Erfüllung sehen, wo die Weissagung und wo die Prophetie im Alten Testament gewesen ist. Und nun komme ich zurück, das war unser erstes Wort hier, als wir anfingen, Matthäus 24:15, wer den Propheten Daniel liest, der merke darauf. Und wir sind heute in der Zeit, wo wir darauf merken sollen, wo wir darauf zu merken haben, wir leben in dieser Zeit, wo die ganze Menschheit tierhaft gemacht wird, besonders durch das Bild des Tieres. Fernsehen ist ja nur eine Form, es gibt ja viele andere Formen, wo all diese gräulichen, tierhaften Dinge gezeigt werden, wo sich ein normaler Mensch schämen muss, wenn er all das gräuliche, nackte und perverse da sehen würde. Der Apostel Paulus sagt, es soll nicht mal in euren Mund kommen, es soll nicht mal genannt werden. Es sträubt sich einem ja die Zunge, darüber zu sprechen, in welcher Zeit wir leben. Und das ist die Zeit, wo der Heiland sagt, die Zeit Noahs. Sie wollen sich vom Geiste Gottes nicht mehr strafen lassen. Warum nicht? Sie können nicht mehr. Sie sind so in der Sünde versunken. Es sind gräuliche Zeiten. Es sind die Zeiten Noahs. Es ist die Zeit, wo die Liebe erkaltet. Es ist die Zeit, wo der eine den anderen verrät. Es ist die Zeit, von der geschrieben steht, der große Abfall kommt. Und wir sind mitten in dieser Zeit drin. Ich sage jetzt nicht Mitte als eine genaue Orts- oder Zeitangabe, sondern wir sind in der Entwicklung dieser Zeit. Die Menschen werden mehr und mehr zu Tieren gemacht und es geht ja auch in der Politik immer tierischer zu. Da brauchen wir gar nicht in den kommunistischen Ländern zu sehen. Wir wissen, was in unserem Lande passiert. Ja? Über 4 Millionen, aha, in den alten Bundesländern sagt man, nicht? In der Bundesrepublik Deutschland, 4 Millionen Straftaten pro Jahr. Und in den neuen Bundesländern, oh, früher wurde man zurechtgewiesen, wenn man Ostzone sagte, das ist doch die Deutsche Demokratische Republik. Oh, ihr Lieben, da hat sich verX-facht. Man kann gar nicht die Prozentzahlen ausdrücken, wie dort die Kriminalität in den letzten lächerlichen 1,5, 2 Jahren gestiegen ist. Endzeit. Amerika, Italien, gehen Sie mal in andere Länder. Das ist das Geschlecht des Antichristen. Ein Geschlecht der Nacht. Das ist die Nacht, die da kommt, da niemand wirken kann. Wir schließen Daniel 4 und morgen setzen wir fort mit Daniel 5 und wir verstehen mehr und mehr. Daniel geht uns bis ins Wort hinein. Genau die Wegweisung für das Dunkel der Endzeit. Und wer ganz fest beim Herrn bleibt, der kommt durch diese Endzeit hindurch. Der Herr wird uns dazu segnen.